der obersten Justizbehörde, sehr geehrter Ayatollah Shahroudi. Angesichts der Tatsache, dass die ständigen Bemühungen der Anwältin unserer Familie, Informationen über den Ermittlungsstand im Fall der Ermordung meiner Eltern, Dariush und Parvaneh Foruhar, zu erhalten, auf das Schweigen der Verantwortlichen gestoßen sind und bedauerlicherweise zu keinem Ergebnis geführt haben, bin ich, Parastu Foruhar, am 17.04.2000. Ich schreibe Ihnen diesen Brief im Haus meiner Eltern, in dem Haus, das zur Stätte ihrer Ermordung wurde. Neben dem Tisch, auf dem ich Ihnen diesen Bericht schreibe, steht der Stuhl meines Vaters. Jener Stuhl, auf dem man ihn gen Mekka richtete und sein reines Herz, das stets für den Iran und die Iraner geschlagen hatte, im 70. Lebensjahr mit wiederholten Stichen zerriss. Sein Blut auf dem Teppich ist getrocknet und die Spuren sind blass geworden. Der Widerhall der Schmerzensschreie meiner Eltern erfüllt das ganze Haus und setzt seinen Weg fort in mein leidvolles Herz. Sehr geehrter Herr Präsident, im heiligen Namen der Gerechtigkeit, deren Verwirklichung in unserem Lande in Ihren Händen liegt, fordere ich Sie auf. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es ist jenseits des Bösen. In Charkiw werden Wohnviertel beschossen. Sie versuchen, Tscherniw zu zerstören. Es gibt viele zivile Opfer. Wir gingen, um Blut zu spenden. Während des Luftalarms decken wir uns mit einer Matratze zu. Mein Bruder sagt immer: Lasst uns hoffen, lasst uns hoffen.
Er ist 14. Achter Tag. Wegen des Schlafmangels scheint alles ein einziger langer Tag zu sein. Aber das Tagebuch hilft, sie voneinander zu trennen. Jetzt ist es schwieriger, sich an ein friedliches Leben zu erinnern und an das, was vorher geschah. Man denkt, es ist für immer. Neunter Tag. Gestern war der schwerste Tag seit Kriegsbeginn. Es gab eine Meinungsverschiedenheit in der Familie. Der eine wollte gehen, der andere wollte bleiben. Aber wir können uns nicht trennen. Egal was passiert, wir haben uns entschieden, in Kiew zu bleiben. Zehnter Tag. Ich sehe mir Fotos von Freunden, Bekannten und anderen Ukrainern an. Und ich verstehe, dass wir alle einen gemeinsamen Blick haben. Den kann man nicht fälschen. Ich hoffe, die Hölle verlässt bald mein Land. Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie es war, ohne Schuhe zu laufen und zu schlafen. Es war, als wäre ich in Schuhen geboren. Im Falle einer schnellen Evakuierung muss man vollständig angezogen sein, auch mit einem Mantel. In Kiew ist es jetzt minus 1 Grad Celsius.